Normalerweise empfehlen wir im Preisbereich von unter 200 Euro ja gern die ganzen Xiaomi, Redmi und Poco Handys, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da wirklich schwer zu schlagen. Das meistverkaufte Handy unter 200 Euro bei Amazon ist aber gar nicht von Xiaomi, und zwar ist es das hier. Und das möchte ich jetzt mal auspacken, und dafür habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt, und zwar Ronny von Nerd7. Du brauchst aber so einen starken Arm, um die Kiste aufzumachen. Ja, vielleicht scheitert es schon da. Wir haben es einfach bei Amazon bestellt. Es ist aber nicht nur da günstig, sondern ich habe auch gesehen, bei Aldi Talk, finden ja viele Leute auch ganz toll, da gibt es das schon für 149 Euro. Ich glaube, wir haben ja 180 Euro bezahlt. Aber für die große 256 GB Version gibt es bei Aldi dann eben mit 128 GB. Und wir haben schon mal irgendwas gratis dazu bekommen. Wollte ich mal eben checken. Ne? So, die Zeit muss. Charger ist ganz wichtig. Kfz-Charger. Oh, der ist aber auch cool. Groß. Ja, mit USB-A da drin. Ganz nett. Ja, wird aktuell wohl dazugelegt. Finde ich gut. Da schauen wir es mal an. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit Motorola. Ich weiß aber, dass viele von euch in die Kommentare geschrieben haben, dass wir endlich mal mehr Motorola-Smartphones testen sollen. Und du hattest ja auch schon die Chance, das hier ein bisschen. Ich hatte das tatsächlich auch schon in der Hand. Ich habe es auch schon durchgetestet. Unser Video ist, glaube ich, schon tatsächlich ein paar Wochen länger auf dem Markt oder bei uns auf dem Kanal zu finden. Ich war tatsächlich auch sehr überrascht, weil das Telefon für 175, 199 Euro irgendwie dem Dreh mal im Angebot ist und ziemlich coole Specs dafür bietet, also zum Beispiel 256 GB Speicherplatz oder tatsächlich 5G und eSIM. Das unter 200 Euro fand ich sehr geil. Und der Bestpreis lag tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt Prime Day war oder so, bei um die 135 Euro. Und das finde ich schon mal eine krasse Ansage. Ja, 135, da würden wir normalerweise immer so ein Redmi Note 13 wahrscheinlich empfehlen oder letztes Jahr Redmi Note 12. Erste gute Nachricht ist schon mal Ladekabel natürlich, aber auch ein Ladegerät mit im Lieferumfang. Und eine Hülle. Und auch eine Hülle, ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Ein schönes Clear Case dabei, aber auch jetzt nichts Besonderes. Da ist also, das gute Stück, das gibt es in insgesamt 4 Farben. Es gibt es in Schwarz-Grau, 2 Blautöne und einmal in Grün. Und so auf den ersten Blick wirkt das erstmal wie ein Handy, was ich ja in dem Preisbereich erwarten würde. Ja. Die Kamera schaut nicht großartig weit raus. Das geht noch mit dabei. Ich finde es ja manchmal ein bisschen nervig, wenn da so ein Riesenbuckel da hinten rauskommt. Ja. Folie ist noch drauf, die ist hier ein bisschen angerissen. Ich glaube, das war der Tim gerade eben, aber gut, das verzeihen. Der macht hier Sachen. Der macht Sachen. Zack. Schön hast du es gemacht. Schön habe ich das gemacht. Dann haben wir hier Power-Taste und du hast mich schon vorgewarnt. Das ist ein Fingerabdrucksensor. Richtig. In der Seite, nicht unter dem Display, sondern an der Seite. Anschlüsse haben wir auch einige und gerade die machen das Motorola Moto G 54 5G auch tatsächlich spannend, denn wir haben hier USB-C, klar. Wir haben aber auch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das vermissen ja viele tatsächlich, tatsächlich. Gerade bei den teureren Handys. Kabelgebunden ist immer noch die beste Wahl. Absolut. Ja, aber ich nutze trotzdem nicht so. Was steht denn hier oben drauf? Motorola Mobility. Ah ja, okay. Dolby Atmos steht oben drauf. Dolby Atmos? Na aber. Gut, bei Stereo-Lautsprechern ist jetzt Dolby Atmos nicht weit hergeholt, aber bei Smartphones ist das ja immer noch so ein bisschen was anderes. Hauptsache Stereo drauf. Ja, Hauptsache Stereo und es ballert ein bisschen. Ansonsten Anschlüssen haben wir auch eSIM und da sucht man bei vielen Handys, gerade in dem Preisbereich, wirklich vergeblich. Also, dass ihr eben keine physische SIM-Karte reintun müsst. Könnt ihr aber natürlich. Und mit dem Slot könnt ihr auch den Speicher erweitern. Micro-SD-Karte, ich glaube, bis zu 1 Terabyte werden unterstützt. Boah, wenn man das investieren will und 1 Terabyte reinkloppen möchte, kann man es machen. Aber ich glaube, das machen die meisten eh nicht. Aber genau, ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist schon kurioserweise bei den günstigen Modellen, das stellen wir immer wieder fest, hast du halt 3,5er oder halt eine Speichererweiterung bei den teuren Modellen nicht. Ne? Was es auf jeden Fall zu einem etwas günstigeren Modell macht, ist das Display. Und ich glaube, das war in deinem Test auch einer der Kritikpunkte. Ja. Und das wollen wir mal gucken, ob man das ein bisschen relativieren kann, weil es ist erstmal ein 6,5 Zoll Display. Es ist ja die Punch-Hole, wie man sie halt eben kennt. Es ist nicht, an manchen Budget-Handys kriegt man auch die Waterdrop-Notch, sieht dann schon fast so ein bisschen veraltet aus. Antiquiert. Ein bisschen antiquiert sieht das aus. Es ist eine Full HD Plus Auflösung. Ja. Es hat eine 120 Hertz Bildwiederholrate. Ja. Das ist auch der Standard. Was es aber eben nicht hat, ist ein AMOLED-Panel. Ja, und da muss man sagen, sind wir tatsächlich in diesem Preissegment einfach schon verwöhnt. Also Xiaomi, Redmi und Poco, die machen es einfach vor. Das heißt nicht, dass das Display jetzt schlecht ist. Oh, Töne haben wir auch. Mensch, genau. Das Ganze wird telefonieren. Hallo? Ja. Das macht das Gerät halt nicht schlechter, aber es ist halt immer so dieser Streitpunkt IPS oder AMOLED. Es gibt Freunde von AMOLED und es gibt genauso viele, die sagen, IPS ist geil, mag ich lieber. Das ist halt so wirklich absolut Geschmackssache. Aber grundsätzlich hat mir das Display auch hier gut gefallen. Auflösung auch Full HD Plus, ganz normal. Aber halt eben mit 120 Hertz. Helligkeit auch für normale alltägliche Nutzung in der Sonne und so weiter auch völlig nutzbar und ausreicht. Also da gab es von meiner Seite nichts zu beanstanden. Man hat, wie bei den meisten Telefonen, doch relativ
relativ starke Reflexion und der seitliche Betrachtungswinkel, wenn man jetzt mal einen kruden Winkel hat, da sieht man, da wird das Ding halt ein bisschen dunkler. Das ist so, was ich dann da für mich so rausgefunden habe, was mir dann nicht ganz so gut gefallen hat. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, vom Bestpreis von unter 140 Euro ausgehe, ich glaube, da kann man Auge zudrücken. Das glaube ich nämlich auch und da finde ich die 120 Hertz tatsächlich ein bisschen wichtiger, weil wenn man sich jetzt ein neues iPhone 15 für 1000 Euro holt, dann hat das eben keine 120 Hertz. Natürlich hat es ein OLED-Panel, aber eben halt noch die etwas antiquierten 60 Hertz. Von daher ist das ein Kompromiss, den man eingehen kann. Ja. Für mich könnte es auf den ersten Blick noch so ein Ticken heller sein. Da muss man wahrscheinlich hier eher so auf der Dreiviertel-Einstellung leben. Herstellerangabe sind 560 Nits Helligkeit. Mag in den Aufnahmen eh immer ein bisschen anders aussehen. Spätestens im Dunkeln merkst du, ob das hell genug ist oder ob sich blendet. Und im Außenbereich haben ja viele dann auch aufgrund der Reflexion eh immer ein bisschen Probleme. Und wenn man jetzt wirklich ein bisschen kritisieren möchte, punkto Design, dann kann man hier erstmal anmerken, dass der untere Bildschirmrand noch ein bisschen verhältnismäßig dicker ist. Ist das ein bisschen dickeres Kinn? Ja. Bisschen dickeres Kinn. auch kein Doppelkinn, keine Sorge. Und dass man hier nur eine Kunststoffverarbeitung hat, ist Minibody, weiß ich gar nicht genau. Aber ja, okay. Ja. Finde ich alles, für unter 200 Euro sind die Erwartungen aber anders. Dann freue ich dafür mich steckt halt einfach anderes Interessantes drin, was andere gar nicht mal so bieten. Das muss man halt einfach da wieder anrechnen. Und vielleicht haben die auch so eine Querrechnung gemacht, die sagten, okay, wir machen 5G und eSIM, lassen dafür aber vielleicht das Display ein bisschen schlechter dastehen oder verzichten ein bisschen auf High-End-Features. Oder? Wo du gerade 5G sagst, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, ob 5G jetzt mittlerweile 2024 für euch ein wichtiges Kriterium ist. Ich glaube, deswegen seid ihr auch auf das Handy gekommen, weil ihr ein 5G-fähiges Handy für unter 200 Euro gesucht habt. Und da kriegt man das zumindest aus der aktuellen Regel ja nicht mal unbedingt bei Xiaomi, weil das Redmi Note 13 4G ist unter 200 Euro. Die 5G-Version ist eben halt schon mal fast 100 Euro teurer. Und du hast aber gerade schon die Sachen angesprochen, die drinstecken. Und da ist natürlich der Prozessor ganz entscheidend. Das ist natürlich das, wo man als Tester als erstes draufschaut. Oh ja. Das ist der MediaTek Dimensity 7020. Octa-Core-Prozessor natürlich, der so auf Höhe eines Snapdragon 685/95 ist. Und da ist der Vergleich zum Redmi Note 13 4G gegeben. Der MediaTek hat so leicht die Nase vorn. Man muss generell sagen, die Dimensity-Prozessoren, die überraschen in den letzten Jahren echt ordentlich. Ich muss sagen, also wer das in AnTuTu-Punkten ausrechnen will, das sind um die 400.000. Also ich habe hier 393.466 Punkte durchrechnen lassen. Bei MediaTek finde ich es halt geil. Du hast quasi fast keine Abwärme, keine Drosselung. Da ist Snapdragon, egal welcher Prozessor der Generation, immer ein bisschen schlecht. Das heißt, wenn es heiß wird in dem Gerät, wenn man das lange benutzt, dann geht die Leistung langsam runter. Nicht, dass man es merken würde, aber hier hast du halt einfach eine konstante Leistungserhaltung, das bleibt so und das fand ich bei MediaTek mal sehr geil. Im Alltag kannst du alles mitmachen eigentlich. Ja genau, wo wird es eng werden? Wenn du jetzt Genshin wahrscheinlich zockst? Selbst das kannst du spielen, da nimmst du halt niedrige Details und dann kannst du auch zocken. Ich glaube, die Auflösung wird dann auch automatisch schon reduziert. Ja. Also eigentlich, es gibt keine Einschränkung, außer natürlich in der Bildqualität an sich dann, weil ne, wenn der Prozessor und die GPU da nicht schnell genug ist, dann wird es halt schwierig irgendwann. Aber man kann alles Aktuelle spielen und wer sowieso nur ein paar Casual-Games spielt, der hat mit der Performance überhaupt kein Problem. Ja, und wenn man dann auch nur auf Instagram ein bisschen unterwegs ist, da sind wir mittlerweile einfach auf so einem hohen Niveau angekommen, was hier aber auch nochmal durch die 8 GB RAM unterstützt wird. Teilweise geben andere Hersteller da auch mal gerne nur 4 oder 6 GB. Ja, mehr Speicher nehmen wir gern. Ist ja auch nicht so teuer. Ne? Was aber interessant ist, was glaube ich ein großer Grund ist für viele Motorola-Fans, ist das Betriebssystem. Wenn ich hier so drauf schaue, dann erinnert mich das so ein bisschen an ein Pixel-Smartphone. Mhm. Und ich habe auch schon des Öfteren gehört, dass Leute das wie so eine Pixel-Alternative sehen, weil es eben so Stock-Android ähnlich ist. Es gibt hier natürlich auch ein bisschen Bloatware, wenn ich hier drauf schaue. Kann man dann natürlich deinstallieren, wenn man das möchte. Ja. Yes. Ist jetzt gerade auf Englisch eingestellt, ist aber natürlich komplett auf Deutsch zu benutzen. Alle Google-Dienste sind natürlich mit drauf. Von der Optik ist es einfach wirklich, so Stock-Android ähnlich, würde ich sagen. Ja. Es gibt hier so ein paar smarte Funktionen, wie zum Beispiel, dass ich es schütteln kann, um hier die Taschenlampe anzumachen. sowas ist natürlich cool, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob sich das im Alltag so durchsetzt. Kommt drauf an, wie oft du das Ding in der Hosentasche schüttelst. Kann ja auch sein, dass du ständig die Lampe anbiet. Okay. Danke, Mann. Ich weiß, warum ich dich eingeladen habe. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich meine das Handy. Ja, so, jetzt hör mal auf zu lachen, ist gar nicht so lustig. Hast du sonst noch irgendwas zu dem Betriebssystem zu sagen? Also sag mal so, es hat alles funktioniert. Ich habe alles installieren können aus dem Play Store. Die Geschichte mit den Updates, ich hatte, glaube ich, Updates bekommen. Ich kann aber jetzt nicht wirklich sagen, wie sich das in einem halben Jahr oder einem Jahr so durchgezogen hat. Weil es ist ja für ganz, ganz viele wichtig, was kriege ich in Updates, wie lange sind die da. Es gibt von Motorola auch wirklich viele Versionen. Mit Sicherheit, denke ich mal, werden die aber nicht die Updates liefern können, wie es Xiaomi jetzt verspricht, wie Google das meinetwegen macht, jetzt auch mit 7 Jahren oder Samsung. Da ist man halt, glaube ich, nochmal
bisschen verwöhnt. Für ja, ich habe gerade nochmal reingeguckt, also für das G54, das kam mit Android 13, mittlerweile jetzt dann auf Android 14 geupdatet, ein weiteres Systemupdate wird dabei nicht versprochen, aber immerhin 3 Jahre Sicherheitsupdates, also noch bis 2026. Natürlich wäre auch noch ein, zwei mehr Systemupdates cool, aber ist in dem Preisbereich einfach noch nicht der Standard. Man merkt langsam, dass die Hersteller so aber so ein 300-400 Euro Bereich immer mehr Versprechen geben. Redmi und Xiaomi hat sich da tatsächlich auch gebessert. Von daher sollte man dabei bedenken, in dem Preisbereich kann ich aber nicht erwarten, dass 3 Jahre unterstützt wird für 135 Euro. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist der Akku. 5000 mAh stecken hier drin. Auch wenn man das gar nicht so sieht, ist ein relativ schlankes Smartphone. Was natürlich immer allein aufgrund der Kapazität für eine solide Laufzeit sorgt. Wie viel war es bei dir im Test? Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Heavy-User. Wenn ich jetzt wirklich mal einen anstrengenden Tag habe, dann ist der Akku abends dann wahrscheinlich auch immer mal schon breit. Wenn ich dann aber normal reingehe mit 3, 4, vielleicht 5 Stunden Display-Anzeit, da bist du so bei 1,5 Tagen ungefähr. Also ich sag mal, es deckt so den Standard ab. Definitiv. Es geht auf jeden Fall, also wenn du es in einem Tag platt machen willst, dann musst du schon echt einen sehr intensiven Tag haben. Was dann eher so mein Kritikpunkt ist und wo es dann im Vergleich zu einem Redmi Note 13 oder so verliert, ist der Punkt Ladezeit. Denn der Charger, den wir hier gerade gezeigt haben, das ist tatsächlich nur ein 15 Watt Charger, USB-A. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Das ist wirklich super wenig und das war auch einer, also Akku ist wirklich im Durchschnitt jetzt mit der Größe, da kann man nicht meckern, Laufzeit ist auch völlig okay, vielleicht ein bisschen schlechter als halt eben ein AMOLED-Panel mit einer höheren Helligkeit, aber die Ladezeit ist halt dann auch gefühlt super lang halt, damit 15 Watt, das dauert halt einfach, hat man vielleicht ein schnelleres Netzteil, ich weiß gar nicht, ob es so irgendwas kann sein, dass er vielleicht sogar 18 Watt unterstützt, aber das macht den Kohle dann auch nicht fett. Aber ich meine, hey, so ein Google Pixel 8 Pro und ein Pixel 8, die können mit 23 Watt laden, ist jetzt auch nicht wirklich toll. Ja, die kosten wesentlich mehr. Ja, da kriegt man dann bei Xiaomi aber natürlich schon Handys in einem ähnlichen Preisbereich, so über etwas über 200 Euro, die schon mal mit 67 Watt laden oder so. Der Standard ist aber auch bei 33 Watt. Ja. Kabelloses Laden wird dann leider nicht unterstützt. Ansonsten müssen wir ja natürlich auf die Rückseite schauen und da fällt mir natürlich direkt was auf, denn mittlerweile, ich bin die 17 Kameras auf der Rückseite gewohnt, muss ich sagen. Ich habe meist nur 15, aber ja, meistens reicht aus. Hier sind nur 2 Kameras auf der Rückseite und das heißt, wir bekommen hier einen 50 Megapixel Hauptsensor, was auch erstmal Standard ist. Der Sekundärsensor ist allerdings nur eine 2 Megapixel Makrokamera. Hier fehlt die Ultraweitwinkellinse, die ich eigentlich angenommen hat, sich überall etabliert hat. Die Entscheidung konnte ich auch nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt ein Makrosensor drin ist, den man eher weniger braucht als eine Weitwinkelaufnahme. Aber dafür muss ich halt sagen, kann halt die Kamera für das Geld schon irgendwo überzeugen. Also das kann nicht überzeugen. Das ist lieber nicht. Schlecht. Tatsächlich, also wie gesagt, Kamera, muss ich sagen, hat mir besser... Ich habe das Galaxy A25 auch getestet, irgendwie kurz danach oder so, und ich war super enttäuscht, wie die Kamera performt hat. Und wenn ich mir das dann hier angucke, und wir haben ja jetzt auch nicht die geilsten Lichtverhältnisse, künstliches Licht und so weiter, das ist auch schwierig für Kameras. Das, was die hier rauszaubert mit dem Hauptsensor, hat mir wirklich gut gefallen. Also da muss ich sagen, ich hätte jetzt das Know-how da vielleicht nicht so erwartet. Ja. Man kennt ja so Redmi-Geräte und Poco und alles, was wir in dem Preis schon mit angesprochen haben. Und man kennt auch Samsung in dem Bereich, und Samsung zum Beispiel hat es dann nicht so manchmal nicht so drauf. Ja, ich muss auch sagen, auch da würde ich so ein bisschen den Pixel-Vergleich ziehen, weil wenn ich so auf den ersten Blick auf die Farben und das Kontrastverhältnis und so schaue, da geht es in eine ähnliche Richtung, dass das vielleicht so das stilistische Vorbild ist. Da ist es dann eher so ein kleiner Nachteil, dass man eben nicht die Flexibilität hat, weil die 2-Megapixel-Makro-Kamera, wo man weiß, man kann Makro-Modus auch über die Ultraweitwinkelkamera lösen, das wäre hier drin und das bieten auch fast alle Konkurrenz-Handys, gerade von Xiaomi und Co., da ist es dann aber auch noch ein überflüssiger 2-Megapixel-Sensor, der noch meistens dabei ist. Wenn man aber mal ganz realistisch ist und so einen 8-Megapixel-Weitwinkel-Sensor hat, qualitativ sind die jetzt ja auch nicht so überragend gut. Man kriegt einen Weitwinkel mit hin, aber hier eine Verzerrung, da eine Verzerrung, Kontraste nicht so toll. Also ich sag mal, da ist mir der Hauptsensor wichtiger und der kann halt punkten. Vielleicht auch die Selfie-Kamera, die hat eine 16-Megapixel-Auflösung, komm her. Der Beats ist ein bisschen wie Filter aus irgendwie, ne? Ein Clowns-Filter sieht das ein bisschen. Oder ist ein Bizeps-Filter, ich glaube, der ist ja nicht geil. Ja, das kann auch sein, das ist ganz schön gestreckt. Das ist der Weitwinkelmodus. Jetzt haben wir ihn. Da haben wir ihn gefunden. Ich muss sagen, das war jetzt quasi mein erstes Motorola-Smartphone, was ich so auf der Kamera ausgepackt habe. Und ich bin gerade für den Preisbereich ein bisschen positiv angetan. Der Xiaomi-Vergleich liegt natürlich nahe. Die wissen dann gerade noch mit Punkten wie Ladeleistung zu überzeugen und einem AMOLED-Display. Das bekommt man dann hier nicht. Dafür bekommt man ein bisschen mehr Speicher für wenig Aufpreis und wir haben eher diese Stock-Android-Erfahrung, die meisten einfach super wichtig ist, die vielleicht jetzt auch mal negative Erfahrungen mit MIUI oder jetzt HyperOS gemacht haben. Ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt das beste Handy unter 200 Euro ist, aber eine super gute Alternative und eines der Top 3 Geräte, die man in der Auswahl haben sollte, wenn man sich so ein günstiges Handy anschaffen möchte, gerade auch für 150 Euro, die 128 GB Variante, wenn man da dann eben noch eine Speicherkarte reinpacken kann. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was
ihr von Motorola haltet, ob ihr noch mehr Motorola Smartphone Reviews sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir verlinken hier nochmal unser Video zum Redmi Note 13 4G und Poco M6 Pro, die beide super gute Alternativen sind. Ja. Und natürlich den Nerds Heaven Kanal, unsere lieben Freunde. Danke dir, Ronny, dass du da. Das ist, glaube ich, hier. Auch hier. Das ist auch hier, dass du uns unterstützt hast. Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wenn ihr noch mehr Ronny und CG sehen wollt, dann checkt unseren Podcast aus. Technisch gesehen, da gibt es ebenfalls eine neue Folge. Das war's von uns. Macht's gut, bleibt gesund. Mach's gut. Ciao. Geil, das war irgendwie so ein Video wie früher. Ja, cool, ja.